Moin! Heute sind wir einmal am Borgfeld. Borgfeld ist östlich von Bremen und findet sich ca. 25 Autominuten von der Innenstadt entfernt. Was ist zu Borgfeld zu sagen? Ja, das ist eine Idylle gepaart mit angenehmer Infrastruktur. Ja, aber man nennt es auch das Dorf in der Stadt. Die Borgfelder selber sagen immer, man muss das Dorf gar nicht verlassen. Und irgendwie haben die auch recht. Man hat hier wirklich alles. Apotheken, Ärzte, Supermärkte, Gastronomien, Schulen, Kindergärten, Bauhäuser, man hat hier wirklich alles. Ja, und gerade bei Familien ist dieser Stadtteil so beliebt geworden in den letzten Jahren. Und ich freue mich deswegen, euch ein schönes, großes 1-2-Familienhaus zu zeigen. Wir haben hier heute 2 Wohnungen, die wirtschaftlich autark sind. Unterm Bereich einmal über 80 Quadratmeter, 3 Zimmer, Küche, Bad, Essdiele, schöne neue Einbauküche, Terrasse. Die andere Wohnung mit separatem Eingang. Auch nochmal 2 Zimmer, Küche, Bad, Essdiele, Loggia, etwas auch 78 Quadratmeter. Also insgesamt 160 Quadratmeter Wohnfläche, 770 Quadratmeter Grundstück. Und das für einen Kaufpreis von 645.000. Und wie das von innen aussieht, übrigens, lasst euch nicht täuschen, nur weil das von außen jetzt ein bisschen unscheinbar aussieht, von innen ist es wieder mal eine Perle. Es wurde so viel modernisiert, so viel gemacht. Ich will jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Kommt mit, ich zeige es euch. Kommt mit rein. Ja, wir starten wie gesagt einmal im Erdgeschoss. Hier auch schon zu sehen, was die 2017 alles modernisiert haben. Das heißt, sehr viele hochwertige Materialien benutzt. Allein schon beim Eingangstür sieht man das. Vollholz, schön geschwungen. Wir haben hier ein schönes Oberlicht. Das heißt, auch der Empfangsstil wirkt schön hell. Die ist übrigens auch sehr groß. Das ist natürlich immer schön, wenn man Gäste empfängt, dass das nicht gleich so erdrückend ist. Vorne gleich, hier auch noch, will ich dir zeigen, Herr Luis, das ist die Elektrik. Das heißt, wir haben hier alle schon FI-Schalter, Kippschalter, dreiadrig, wurde da auch schon alles neu gemacht. Und von hier aus starten wir in die Wohnwiele. Ja, jetzt befinden wir uns in der Wohndiele, was auch sehr schön ist. Wir haben hier auch hier wieder Glas, das heißt, es kommt sehr viel Helligkeit hier rein. Schaut euch mal den Boden an. Also ich will auch ein bisschen heute auch ein bisschen auf viele kleine Details eingehen. Der Boden, Markenqualität, Vinylboden, das ist Eiche gekalkt, also auch ein hochwertiger Vinylboden. Hier vorne in diesem Bereich haben wir Fußbodenheizung, das heißt in der Wohndiele haben wir Fußbodenheizung. In der Küche haben wir Fußbodenheizung. Hier bietet sich das natürlich schön an. Wir machen hier schön ein Esstischchen, 4-5 Stühle, passt auf jeden Fall. Und man hat dann kuschelig warme Füße. So, weiter geht's mit der Küche. Hier haben wir eine schöne Nolte-Einbauküche, also auch wieder Markenqualität. Siemens-Geräte, Elektrik, Geschirrspüler, auch von Siemens. Wir haben hier einen schönen Herd, auch Siemens-Geräte, auch schöne Arbeitshöhe, das auch immer wichtig ist. Früher war das immer ganz unten, muss man sich immer so bücken. Ja, Abzug, Haube, da wir haben keinen Umluft, wir haben direkt einen Abzug, das heißt, hier geht es auch raus. Und wenn man sich die Küche selber anschaut, das ist wirklich richtig hochwertig. Das ist Qualität, Softeinzug, das ist auch zeitlos. Wir haben Weiß, Hochglanz, wir haben hier diesen Bereich auch nochmal richtig Platz. Ich glaube, da würde, kannst du jetzt nicht sehen, ne? Kann man richtig viel, so sieht man, ja, so, auch hier unten. Für Töpfe und alles ist auch perfekt. Ja, einmal so ein Rondell. Ja, was haben wir noch in der Küche? Natürlich auf dieser Seite einmal noch Kühl-Gefrierkombination. Auch einmal hier für den Salat und nochmal also 0 Grad, das heißt auch Salat nicht schlecht wird. Also auch so ein, wie heißt das, so ein Biofach nennt sich das. Und auf der linken Seite haben wir hier nochmal einen schönen Apothekerschrank. Der ist natürlich immer klasse. Da kann man natürlich immer alles toll. Ja, Gewürze, was man alles so braucht für die Küche, kann man hier ganz toll immer deponieren. Ja, gut. Von hier aus starten wir weiter ins Wohnzimmer. Ja, was heißt Wohnzimmer? Das ist eigentlich alles in eins übergehend. Das heißt, wir haben hier einen offenen Küchenbereich zum Wohnzimmer hin. Wir haben ein schönes Wohnzimmer, wo richtig viel Platz ist, wo man von hier aus schöne Essecke hin, eine schöne Sitzgruppe hinstellen kann, also Couch. Und hier vorne hat man dann gleich den Blick zur Terrasse hin, wo man auch den ganzen Tag Sonne hat. Ja, auch hier die Fenster, Luis. Auch, also übrigens hatte ich ja schon gesagt, 2017 haben die komplett hier viel renoviert.
die Fenster. Das sind WK-Fenster, das heißt auch hochwertig gemacht. Das ist Kunststoff, ISO-Verglasung. Also auch hier wieder auf Qualität Wert gelegt. Natürlich haben die Fenster alle auch Außenrollläden. Hier wieder elektronisch, teilweise aber auch manuell. Ja, aber auch schön hier Doppelflügeltür auf dieser Seite auch Doppelflügeltür. Auch großes Fensterelement auch, das heißt, ich kann hier auch schön öffnen. Der Vogelzwitscher, ne, der passt natürlich ideal. Das heißt, hier vorne geht die Sonne schön auf. Also wenn ich frühstücken will, ich kann hier vorne schön in meinen Tisch hinstellen, in der Sonne schön frühstücken, habe gleich kurze Wege zu der Küche, auch perfekt. Ja, das heißt, wir haben diesen Bereich schon gesehen, was ich wirklich als richtig toll, das ist schön eins übergehend, sehr, sehr schön finde. Gut, dann gehen wir weiter ans Schlafzimmer. Das ist rückwärtig gelegen, also auch sehr schön ruhig. Kommt mal mit. Wie gesagt, hier das Schlafzimmer, rückwärtig gelegen. Wir haben eine schöne Größe, das heißt, wir haben richtig viel Platz, einen Kleiderschrank hinzustellen, einen großen Platz fürs Bett. Und es ist, da es rückwärtig gelegen ist, kann man auch schön einen Blick in den Garten hinten rein. Ja, ist doch schön ruhig, ne? Auf jeden Fall. Auch sehr schön. Auf Vinylboden wieder, sagte ich ja. Zieht sich komplett durch, ja. Sehr schön. Vorne haben wir dann nochmal das Kinderzimmer. Identische Größe mit dem Schlafzimmer. Das filmt euch der Luis einmal ab. Und dann haben wir noch das schöne moderne Badezimmer. Wollt ihr das sehen? Ja, ne? Komm her, gehen wir ins Badezimmer. Komm mit. Ja, auch hier im Badezimmer, alles modern. Schaut euch die Fliesen an. Wir haben schöne große Fliesen, einmal große Bodenfliesen, große helle Wandfliesen, also auch alles modern. Wir haben einen großen Waschtisch, Armaturen von der Firma Grohe wieder. Schöne große Duschkabine mit Regenwasserdusche. Regenwasserdusche, ne? Also mit viel Wasser von oben. So, Handtuchheizung. Und ja, auch ein kleines bisschen Design, das heißt, wir haben ein bisschen kleine Applikationen hier nochmal mit den Fliesen drumherum gemacht. Sieht sehr schön aus, also auch modern. WC-Wand hängen in Spülkasten, ja okay, das ist natürlich jetzt schon fast überall so. Elektrische Außenrollläden auch hier, klar, will man ja nicht, dass der Nachbar hier reinschaut. Auch. Ja, und von hier aus gehen wir einfach mal auf die Terrasse, weil die ist auch richtig schön. Komm mal mit. Was hier auch ganz schön gemacht worden ist, das sieht man. Hier haben wir einmal den Boden, was ich sagte, Eiche gekalkt, das ist also leicht gräulich. Und hier den Boden, auch wieder leicht gräulich. Gleiche Ebene, das heißt auch nicht so einen kleinen Versatz drin. Das wirkt so, dass so die Terrasse wieder ins Wohnen reinkommt. Das heißt, es wirkt automatisch alles ein bisschen größer und sieht viel, viel schöner aus. Das heißt, gleiche Materialien haben wir hier zwar nicht, aber fast identische Farbkombination von innen nach außen. So wirkt alles ein bisschen viel, viel größer und opulenter hier. Ja. Und hier haben wir schön den Bereich, wo man sich ja schön grillen kann, Gläschen Wein trinken, essen, Freunde einladen. Einfach toll. Aber diesmal geht dort die Sonne auf und geht dort hinten unter. Das heißt, man hat tatsächlich nur am Tag bis nachmittags hier die Sonne. Wenn man hinten noch, also später noch die Sonne haben möchte, wurde dort vorne noch, jetzt regnet das gerade, wir sind später nochmal dahin. Ich hoffe, dass es wieder trockener wird. Hat man da noch mal eine Terrasse gemacht, dass man also auch die Abendsonne genießen kann. Ja, zu dieser unteren Wohnung noch zu sagen, wir haben fast drei Meter hohe Decken hier. Auch auf dieser Seite, alles modern, indirekte Beleuchtung mit Dimmer. Sieht auch schön aus, nicht? Ja, und ich würde sagen, diese Wohnung ist erstmal schon mal das erste Highlight perfekt. Und jetzt gehen wir nach oben zur zweiten Wohnung. Nein, wir gehen nicht nach oben, wir müssen raus und dann nach oben. Der hat einen separaten Eingang, was ja auch gut ist. Komm mit. Ja, wie gesagt, wir müssen einmal raus, um zur oberen Wohnung zu gelangen. Früher war das mal anders. Das heißt, früher war hier mal ein Durchgang, das ist eine Leichtbauwand, die kann man wieder rausnehmen. Und kann man das sozusagen nicht als Zweifamilienhaus mit zwei separaten Wohnungen nutzen, sondern als Einfamilienhaus. Das heißt, von dieser Diele dann mit der Treppe nach oben. Auch wie die Treppe aussieht, das zeige ich euch jetzt mal in der anderen Wohnung. Ja? Kommt mit. Das ist doch ganz schön frisch geworden, oder? Ja, jetzt gehen wir mal in die zweite Wohnung. Die ist etwas anders als die andere Wohnung. Die andere war ja sehr modern.
Und das ist ein bisschen, das ist kuschelig gemacht, das ist viel Holz. Ja, ich meine, beide sind mit Liebe gemacht, aber dies hat ein bisschen, vielleicht weil es auch noch bewohnt ist, sieht das sehr kuschelig und warm aus. Luis, willst du mal irgendwas richten? Komm her. Hier auch schön zu sehen, der Boden ist auch schon ein bisschen moderner gemacht, das meinte ich damit. Das heißt, wir haben kompletten verfließenden Eingangsbereich, haben wir hier. Unterm Bereich, ja, ein bisschen ungewöhnlich, das Badezimmer. Das Badezimmer ist richtig schön geräumig. Fliesen hier wurden neu gemacht, 2001, Bodenfliesen. Hier auch WC, Wand hängt, in Spülkasten, das wurde 2009 gemacht. Wir haben hier einen Waschtisch. Luis, mach weiter, kein Problem. Luis ist eben kurz hingefallen, das ist überhaupt kein Problem. Mach weiter. So, Luis hat sich gefangen, wir machen jetzt weiter. Armaturen der Firma Clodi, genauso hier drinnen. Das heißt, wir haben auch hier Armaturen der Firma Clodi drinnen. Wir haben ein Vollbad, Tageslichtbad, sieht man ja. Ja, wie gesagt, Bodenfliesen sind erneuert, Innenspülkasten alles erneuert. Ansonsten, ja, okay, ein bisschen älter. Aber ist trotzdem schön groß und geräumig. Absolut, absolut. Waschmaschinenanschluss hat man auch alles da. Also sollte absolut ausreichen, definitiv. Ja, hier auch noch schön zu sehen, das habe ich gesagt, von einer anderen Wohnung, wo man den Durchbruch machen können. Das heißt, hier war ja die Tür, Leichtbauwand, man kann hier einmal durchbrechen und hätte hier dann sozusagen die großen Empfangsdiele, ist ja wirklich groß, und von hier aus dann die Treppe nach oben. Auch hier schön zu sehen, auch indirekte Treppenbeleuchtung, was man hier gemacht hat. Das ist wieder diese kleine Details, was wieder modern ist. Echtholztreppe nach oben. Auch schön Eingangsbereich, sowieso sehr hoch, sehr große, hohe Decken, großzügig gemacht. Ja, jetzt gehen wir mal schön in den kuscheligen oberen Bereich. Komm mal mit. Gut, dann starten wir hier gleich rechts in der Küche. Wir haben hier eine schöne große Wohnküche. Das heißt, wir haben Platz. für einen Tisch, wo man also auch essen kann. Wir haben Landhausküche. Wir haben in den Abseiten hier noch schöne Stauraum, Vorratsräume. Ja, zur Küche zu sagen, wir haben hier eine integrierte Arbeitsplatte, die halt eben bis in den Fensterbereich reingeht. Das heißt, wir haben viel Fläche zum Arbeiten. Dann haben wir hier noch Ceranfeld. Also auch das ist die Elektrogeräte sonst eigentlich modern gemacht. Sogar Neff-Geräte haben wir hier. Und Fenster hier, diesen Bereich, was ich sagte, 2018 gemacht. Haben wir hier schon reingeguckt? Nee, habe ich aber gesagt. Also hier auch nochmal ein Hauswirtschaftsraum. Und ja, schöne Landhausküche. Ja, kann man machen, kann man. Manche würden vielleicht neuere machen, aber es hat unheimlich viel Charme. Wenn man die Arbeitsplatte sieht, das sieht wieder alles ganz neu und modern gemacht. Ja, das ist alles neuer wieder hier. Da war auch 2018, wo die Fenster gekommen sind, als auch die Arbeitsplatte neu gekommen. Ja, von hier aus gehen wir weiter. Wir haben noch eine Essdiele. Das heißt, hier kann man essen. Eine Essdiele haben wir auch noch. Komm mal mit. Gut, ja, wir laufen ein bisschen antizyklisch, andersrum, aber egal. Wir haben hier auf der linken Seite noch ein Gäste-WC aus dem Jahre 2012. Das filmt euch aber einmal gleich der Luis ab. Und hier haben wir einmal der kleine Erker, diese Essdiele, die ich meine, das sieht echt so super kuschelig aus. Das wirkt so, hat so eine wohlige Wärme. Hier, das meine ich, die älteren Fenster. Die sind aus 1977. Da haben wir eben halt noch. Da haben wir noch ältere Fenster. Ansonsten Küche 2018, hinten auch 2018 die Fenster. Auch alles WK-Fenster, also auch alles richtig Magenqualität. Okay, jetzt gehen wir mal ins Wohnzimmer. Und ja, Wohnzimmer zu sagen, es ist sehr schön hell. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Fenster, auch da von 2018. Hier die Tür von 2012, auch alles WK-Fenster. Das heißt, auch hochwertige Materialien. Auf der anderen Seite riesengroßes Panorama-Velux-Fenster. Und die Eigentümer hat mir so gesagt, dort geht die Sonne auf, dann wandert sie einmal tatsächlich und ganz spät abends kommt sie da nochmal wieder rein. Das ist halt das Wohnzimmer, das heißt, das einmal Küche haben wir jetzt. Wir haben die Essdiele, Wohnzimmer. Also insgesamt haben wir hier zwei Zimmer, Küche, Bad, Balkon. Und mit ca. 78 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu gehört natürlich auch noch ein Teil der Loggia. Die von da aus geht man hier durch. Und die zeigt euch jetzt mal der Luis. Es regnet draußen. Luis. Natürlich zeige ich euch auch die Loggia. Ich bin doch kein Weichei. Weil es ein bisschen regnet. Das ist Bremer Schiedwetter. Das ist so. Da muss man durch. So, aber ein bisschen glitschig hier. Vorsicht. Ja, hier hat man schön die große Loggia. Das heißt groß. Also ausreichend, denke ich, für die Wohnung. Also hier kann man einen Tisch hinstellen. Zwei, drei Stühle. Passt auf jeden Fall.
Man hat eigentlich einen schönen Ausblick. Das muss man ehrlich sagen. Luis, film mal da mal rüber. Man kann hier wirklich einmal über die Gärten schauen. Das sieht richtig schön aus. Ja. Das Dach ist auch gut. Sieht auch gut aus. Das kann man finde ich auch schön sehen. Dach innen ist gut. Dach ist gut. Perfekt. So, jetzt gehen wir rein. Vorsichtig. Komm. Okay. So, jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. Den letzten Raum auf dieser Etage. Was ich euch noch mal ein bisschen zeigen möchte, sind die Böden. Das sage ich immer, was ich immer nicht so gerne mag. Tut mir leid, man muss auch mal, kann ich immer das Beste hervorheben, sind unterschiedliche Materialien. Das heißt, hier haben wir das auch schon wieder. Das heißt, hier haben wir Laminat in Eiche. Dann haben wir hier Laminat, etwas, ich glaube, das ist Buche. Und ganz hinten in der Küche, das ist wieder ein bisschen moderner. Da haben wir hochwertiges Vinyl, den Vinylboden. Das finde ich wieder schick. Wäre schön gewesen, wenn das Ganze komplett alles in den gleichen Materialien gewesen wäre. Das würde viel, viel schöner und wohnlicher aussehen. So, aber jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. So, ab ins Schlafzimmer. Auch hier, was ich auch nochmal sagen wollte, wegen Landhausstil. Das heißt, die Küche ist im Landhausstil, die ganzen Türen sind im Landhausstil. Also das ist schon in dem Bereich richtig schön kuschelig gemacht. Das heißt, der Stil zieht sich komplett durch diese Wohnung durch und das wirkt stimmig. Das wirkt wieder stimmig. Sieht sehr schön aus. Ja, haben wir hier das großzügige Schlafzimmer. Wir haben Platz für ein Bett. Wir haben Platz, hier einen schönen Schrank hinzustellen. Wir haben hier zwei Fenster, aber wieder auch aus 1977. Das heißt, die Erkerfenster, beide Seiten, die müssten wahrscheinlich mal neu gemacht werden. Ansonsten ist das so schön gepflegt, die Wohnung. Tippitoppi. Und hat, was ich sagte, echt so einen Kuschelfaktor. So richtig so ein wohliges Gefühl hat man gleich. So ein heimliches Gefühl. Gut. Jetzt gehen wir nochmal in den Garten. Wir müssen noch den Garten. Der Garten ist toll. Wir haben ein schönes Grundstück. 770 Quadratmeter Grundstück haben wir. Wirklich schönes Grundstück. Mit Carport, mit allem drum und dran. Das zeige ich euch jetzt. Komm mal mit. Aber bevor wir in den Garten gehen, möchte ich euch noch ein paar technische Details noch zeigen. Insgesamt, Mensch, fehlt doch noch alles. Heizungsraum und. Und hier auch Elektrik. Also haben wir hier auch. Wir haben hier Kippschalter, dreiadrig, aber noch kein FI, aber Platz für ein FI, der eingebaut werden kann. Das haben wir hier einmal. Rohre sind alles Kupferrohr. Das wurde alles schon mal ausgetauscht. Also auch da wurde alles gemacht. Schon. Und wir haben noch einen kleinen Teilkeller, der befindet sich nämlich hier unten. Und der muss man einmal hier, das ist noch richtig, oh, wie so ein Verlies, einmal hoch. Ein Teilkeller mit einem Raum, ist ein bisschen duster, man sieht hier nichts. Das heißt, man könnte hier aber runtergehen, ich glaube, wir haben auch Licht. Und ja, Abstellmöglichkeiten. Noch, man kann hier ein bisschen, ich gehe mal ein bisschen runter. Mensch, hat sich die ausgezeichnet, dass ich hier, ausgezahlt, dass ich hier Fitness mache, ne? Schau mal, so, genau, haben wir noch Licht. Und das filmt euch der Luis nachher mal. Gut, so, und jetzt gehen wir einmal in den Heizungsraum. So, hier kommen wir zum Heizungsraum. Der befindet sich hier. Wir haben eine Gasheizung der Firma Brötje aus dem Jahre 2000. Also Niedrigbrennwerttherme, Warmwasserspeicher dabei. Also auch hier alles schön gemacht. Ist sowieso alles super gepflegt, ordentlich gehalten. Da merkt man richtig, dass die Eigentümer selber bewohnt haben, das für sich gemacht haben und richtig schön immer modernisiert haben. So. Hier hinten kommen wir zu den Garagen. Das heißt, wir haben eine Doppelgarage. Jede Wohnung hat sozusagen eine Garage. Und wie so eine Garage von innen aussieht, ja, ist keine Fertiggarage und es ist richtig schön gemauert. Hat eine schöne Größe. Also auch selbst, dass jetzt auch moderne Autos da reinpassen. Schaut mal, das geht komplett rüber. Man kann einmal schauen, dass es halt eine Doppelgarage ist. Eben offen gestaltet. Man kann auch sagen, Mensch, wenn ich das nur ein riesen Auto habe, haben wir natürlich richtig Platz. Ne? Weil man ja beide Seiten nutzen kann, weil wir keine Zwischenmauer haben. Ja, und von hier aus gehen wir in den Garten. Ab ins Beet. Ja, der Garten wurde geteilt. Das heißt, dieser Bereich wäre für die obere Wohnung und könnte von oben genutzt werden. Und dann gehen wir mal durch. Wir müssen einfach mal nach hinten gehen, geradeaus durch. Und im hinteren Bereich haben wir dann schön.
Du machst mir heute Sorgen, nur ehrlich. Und im Hinterbereich haben wir dann schön eben auch Rasenflächen, eben auch da, wo man halt eben auch mal sitzen kann. Eine schöne Sitzecke hier. Und das heißt, hier hat man ein bisschen die Gartenmöbel. Also das ist alles für die obere Wohnung, dieser ganze Bereich. Vorderbereich Terrasse, hier hinten Bereich Terrasse, weil hier haben wir hier später auch wieder die Abendsonne. Und zur linken Seite halt eben schöne Rasenflächen. So, von hier aus kommen wir jetzt nicht rüber in den anderen Bereich, da müssen wir wieder außen rum. Okay, so zur anderen Seite. Das hatte ich vorhin euch schon mal gezeigt. Terrasse hier einmal, um die Abendsonne zu genießen. Dann gehen wir einmal gerade aus durch. Und Lucy, dann lese ich schon wieder hin. Gibt's doch, was ist denn los im neuen Jahr mit dir? So, und dann haben wir hier die große Terrasse. Das hatten wir aber auch schon abgefilmt. Und jetzt gehen wir nochmal in den Garten. Hier haben wir nochmal einen Abstellschuppen. Warte mal, den zeige ich auch euch auch nochmal. Was heißt Abstellschuppen? Wir haben hier eine richtig kleine Küche. So eine Art, ja, eine Outdoor-Küche kann man ja nicht sagen. Aber hier hat man noch so eine kleine Küche, Kitchenette noch und Abstellfläche. Ja, richtig große Augen noch. Sieht gut aus. So. Ja, alles schön neu gemacht mit Holz. So, jetzt aber ab in den Garten. Ja, jetzt haben wir eben das Pendant zu der anderen Seite. Auf dieser Seite den Garten mit, oh, fängt schon wieder an zu regnen, mit Rasenfläche. Und hier hinten noch ein bisschen Beet. Man sieht man nicht so viel im Winter. Ist aber, wir haben hier noch, man sieht das, Pumpe haben wir, eine Grundwasserpumpe. Wir haben hier Strom, Außenbereich. Ja, schön Hecke und ein Seebar. Ja, das meinte ich von hinten, eben Putzfassade. Noch Bewegungsmelder mit Licht. Alles haben wir hier. Ist richtig schön. Und da kann man richtig toll als also Zwei-Generationshaus oder als, wie gesagt, zwei Parteien kann man es auch richtig toll bewohnen. Oder eben als eine Familie. Ist auch gut. Mensch, hätte man richtig, wenn man das alles öffnet, hat man richtig großen Garten. Zusammengefasst, wir haben hier im Borgfeld, in Alt-Borgfeld, ein großes, freistehendes 1-2-Familienhaus. Aufgeteilt hier in 2 Wohnungen. Einmal im Erdgeschoss, 3 Zimmer, Küche, Bad, Essdiele, Terrasse, Garten. Obergeschoss haben wir 2 Zimmer, Essdiele, Küche, Bad und eine schöne Loggia. Insgesamt 160 Quadratmeter Wohnfläche, Grundstück 770 Quadratmeter. Baujahr von diesem Objekt 1920. Bloß das kann man eigentlich vergessen, weil ab den 2000er wurde so viel schon investiert hier und 2017 nochmal richtig einen draufgesetzt. Das heißt, 2017 so viel gemacht worden, dass es schon teilweise neuwertig aussieht. Deswegen, meiner Meinung nach, ist ein wirklich tolles Haus. Können wir es wirklich sehr, sehr gut empfehlen, vom ganzen Herzen. Ich kann nur eins sagen, Ihr neues Zuhause steht wo, Luis? Im Borgfeld. Im Borgfeld, genau. Rufen Sie mich an, ich freue mich. Ciao.